Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Der Baloo, der hat mir einen Tipp gegeben und der hat mich ziemlich tüdelig gemacht, deswegen muss ich auch sofort weitermachen. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich nach dem Einbau des Stromumkehrers in den Nebot mal den Knopf gedrückt hätte. Und nein, das habe ich nicht. Sag bloß, ich bekomme direkt meine Eiswürfel, ohne noch mehr machen zu müssen. Der heißt ja übrigens gar nicht mehr Nebot, der heißt jetzt Chillbot. Wahrscheinlich, weil er einfach schon funktioniert. Okay. Super, haben wir nicht gemerkt. Die Eiswürfel. Mann, das war echt nötig. Yo. So. Ja. Danke, Baloo, an der Stelle. Und jetzt haben wir die Eiswürfel. Und jetzt können wir tatsächlich die Kartoffel kühlen. Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Na super. Jetzt habe ich gerade den Baloo noch gelobt. Und da hat er mir Details natürlich nicht gesagt. Aber das finde ich gut. Ich finde es ja immer schön, wenn die Kommentare mir helfen, aber nichts verraten und ich noch ein bisschen selbst weiterraten muss. Also holen wir nochmal Eiswürfel. Da muss es noch einen anderen Trick geben. Ja, Chronicle, da guckst du blöd, gell? Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Du bist echt creepy. Ganz ehrlich. So. Ist ja natürlich klar, mit den Eiswürfeln, das klappt so nicht. Was können wir denn machen? Ach, hier haben wir doch den Grill. Na, gucke. Geht das? Ja. Super, okay. Weggehen, dass er angeht. Und schwupps, haben wir Wasser. Jetzt steht ja nichts mehr im Wege. Jetzt kann ich das alles durchziehen, was ich mir das letzte Mal ausgesponnen habe. Des Wärmeaustauschs. Genau. Geil. Haben wir sie? Kann ich die irgendwie jetzt... Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Sehr schön. Einmal auspacken, ja, oder? Tut er. Alufolie. Haben wir sie endlich. Die Kartoffel wird halbiert. Und? Die kriegt jetzt der Sun. Hallo, Sun. Oh nein, nicht reden. Na dann... Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. So, Kartoffelhälften, bitteschön. Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. So nicht. Ah! Hä? Mickey Mäuse bauen? Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Kartoffelastronauten? Sagte ich Kartoffelastronauten? Ja, hast du? Ich meinte Ohrenschützer. Mhm, genau. Alleweil. Sind das etwa Ohrenschützer? Wow, ha, danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Doch, auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen. Ging mir nämlich ebenso auf den Geist. Kommt schon, spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one, a two, a one, two, three, and the number after three. Oh Mann. Okay, können wir sie jetzt klauen? Yo. Was machen wir denn damit? Könnte ich damit jetzt irgendwie hier diesen Honigspender reinigen und... Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Yo. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie ich dachte. Wenn ich jetzt nicht
diesen Bart hinbekomme, dann kann ich jetzt Faulobst legen noch nicht spielen. Was machen wir denn dann? Ich habe die Alufolie. Da muss ich doch einen Hut bauen für einen Tag. Hut und... Nee, nix und. Erstmal nur den Hut. Aber das. Alu und Stroh. Das kann doch einen Hut geben, oder? Das trägt man jetzt so. Da ist er. Perfekt. Oh, läuft. Wobei, das mit dem Rattenjunge, das ist mir irgendwie immer noch nicht klar. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber ja, wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar, würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du, ich werd wahnsinnig. Aluhut, ich hab mich umsonst angestrengt. Genau. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Gut, wenn man diesen Satz irgendwem anders ins Gesicht sagt, wird man wahrscheinlich direkt eingewiesen. Aber jetzt gehen wir doch nochmal zum Chronicle und machen die Nummer mit den Kristallgläsern nochmal, oder? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Ja. Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Nee, dann machen wir das jetzt nochmal. Ich will es jetzt nochmal machen. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Muss ja irgendwas gebracht haben jetzt. Die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Ja, was soll ich denn noch machen? Faulobst legen geht ja noch nicht. Tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja. Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Können wir jetzt irgendwie auch mal Stopp kommen? Einzubauen. Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich aber gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Okay. Kommen. 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 Jetzt eindrehen. Oh oh. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Bombard. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Hä? Cool. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh. Dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Oh oh. Dann gehen wir doch mal schauen, oder? Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier! Ich habe mit ihm gerungen! Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Ach. Eine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon.
Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Na gut, können wir jetzt die Gläser einpacken? In der Tat, die sind echt nicht kaputt. Hä? Oh, mein ganzes Zeug ist weg. Ah ja, Zeitreise, ne? Noch nicht. Noch nicht? Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus Hallo? Uns beistehen. Hallo. Bleibt mal bitte vernünftig. Hallo, Sohn. Audi Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Ich muss nicht wirklich jetzt, alle Dialoge nochmal neu machen? Nee, oder? Was soll der Quatsch mit dem Licht und den Grillen? Das nennt man Grilldonnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Ah. Na dann, Grill schön. Und Rodel gut. Das hatte ich vor. Muss ich jetzt diesen ganzen Quatsch nochmal machen? Hey, Leute. Rufus, warte doch mal. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Wo bin ich jetzt live dabei? Oh Mann. Hey, Lotto. Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh, Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, oh Fazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Du hast keine Oberweite. Ich will den Bügel wieder haben, oder? Wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier, nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut. Und da haben wir ihn wieder. Noch was auf? Ja, das mit den Beinen, das kriegen wir jetzt immer noch nicht geregelt. Ich finde ne? dich gut, so wie du bist. Du Charmeur. Das ist echt die Frage, was ich nicht ganz verstehe. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, nee, Frau. Tüdelü. Genau, was ich nicht ganz verstehe, ist, muss das jetzt, dass ich das alles nochmal durchlebe? Oder hätte ich, bevor ich dieses Auto benutze, noch mehr machen können? Was es mir erspart hätte, das jetzt alles nochmal zu tun. Der Stromumkehrer. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Also machen wir es einfach nochmal und gucken, was passiert. Und ja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus. Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha. Na, das werden wir ja sehen. Mach nochmal. Mach bitte nochmal. Und. Hep.
Tja, leider daneben. Ich nehme jetzt einfach alles wieder mit. Das scheint ja nicht mehr zu funktionieren. Aber den Dartpfeil, den behalte ich dann jetzt mal. Nimmst du jetzt das Schild? Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Gut, die Gläser sind ganz. Wir können fliegen, oder? Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Ja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Die hat sich auch keine Mühe gegeben. Je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Na super. Also um nochmal auf meinen Traum zurückzukommen. Muss das wirklich sein? Jo. Nein. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Okay. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Na dann los, die Gläser sind ja ganz. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Ja. Wie meinst du das? Ja. Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Krieg ich das? Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Alles klar, nur ohne Pfeil wirst du die nicht mehr los. Ach, hier das Häufchen Elend. Jetzt gehen wir mal zum Ballon. Ach, da ist sie wieder. Komm schon, trödel nicht so. Was ist mit der Kotze? Kann ich die gebrauchen? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Oha! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und Scheiße, ja. Ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Also, wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Ja. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Also das sollte dann wohl doch so sein, dass ich jetzt schon diese Zeitmaschine genutzt habe. Das war wohl, glaube ich, dann doch richtig. So, jetzt fahren wir das Programm einfach nochmal fertig durch. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je. Das ist so falsch. Dann tu was dagegen. Aber was, wenn wir dadurch noch mehr Unheil anrichten? Ja. Noch mehr? Soll ich dir deine bescheuerte Angel in den Hintern schieben? Ist ja schon gut. Ich helfe dir ja. Wobei auch immer. Ich mach das mal nicht. Ich geh jetzt mal hier rein, wenn hier schon offen ist, ne? Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig?
Nein, das hat Methode. Samthandschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Ja. Was haben wir denn alles? Eine Runde Luftgitarre, genau. So, nur den Bernard. Irgendwas zum Klauen? Nein. Mit der will ich nicht reden. Die auch nicht mit mir. Ein Hahn. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Wenn es sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Ja, okay. Aber den Hahn will ich haben. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernard. Ich geh mal lieber. Jetzt machen wir die Runde Faulobst legen mal. Euren dämlichen Song will eh keiner hören. So, den Hahn haben wir doch mal. Passt. Boah, ist das klebrig. Und ich habe nicht einmal Kaktusbrot dabei. Oh. Können wir jetzt irgendwie hier mal bitte, ja? Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Alles klar. So bitte. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Jetzt aber. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen. Genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. Faulobst legen. Hey, los Enzel. Geht's. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Ja. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Meine ich doch Man auch. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. 3 zu 1, Wenzel. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Na also, komm. Er darf spielen. Oh, geht Junge. Doch, geht doch. Ich meine... Oh Mann. Auf die Plätze, Faulobst bereit und legt. Ist das hier so eine Art Tic-Tac-Toe? Ja. Was macht er da? Ist ja gut. Okay, ging nicht an mich. Oh, geht an mich. Tja, jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass sich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Wie assi. Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Aua, die
blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Vielleicht. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Was ist denn jetzt los? Ich hab die Ratte mit Diplom im Magen. Dieses Monster hat mein Jagddiplom verputzt. Ja, warte. Was machen wir denn da jetzt? Keine Ahnung. Hier ist ja nichts zum Schneiden oder so. Die Bürste, um den Bauch zu kitzeln. Macht das Sinn? Dafür brauche ich jetzt diese Kartoffel, okay. Das kann es aber nicht sein. Das wäre ein bisschen absurd. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Ach, geht ja gar nicht. Ich muss wohl erst den... Alles klar. Mir fehlt ja der Stromumkehrer. Das ist so ein Mist. Und den kriege ich nicht, weil das nicht funktioniert, oder? Das funktioniert ja nicht. Hey, Rufus! Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Brauchen wir nicht probieren, wird nicht gehen, gell? Und. Nee. Ja, leider daneben. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Wo geht's denn jetzt weiter hier? Gucken wir uns nochmal den Ballon an. Ach, hier ist Tuck. Hör mal einer an. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papalapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Vielleicht muss er das tatsächlich noch. Die Indizien verdichten sich, dass... Oh, Mazel Tov? Ah, Mac, du kommst genau richtig. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Mhm. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen ja. Geschick und eurer Watson. Das ist eine super Idee. Haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Ah, ja, bestimmt. Scherben? Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Ja. Können wir die Scherben nehmen hier? Leuchtende Scherbe? Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Fetzen. Aha, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Sie schlüpfen auch nicht aus einem Ei. Und ja. Plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja. Und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich ja. Messe Spuren davon in der ganzen Umgebung.
und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni, nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn ja, du diesen bestimmt. Käse deinen Studenten beibringst. Moment, sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt, ich habe eine Idee. Und welche Idee das ist? Werden wir uns doch jetzt schon anschauen. Jetzt noch anschauen in dieser Folge wohl. Bilder? Mhm. Hier unten geht's weiter. Hier hoch. Okay. Bei der Kreuzung, jetzt ist da wieder der Elefant bestimmt, oder? Nein. Wo verliert sich die Spur? Hier ist irgendwie nichts mehr, oder? Das kriege ich nicht ganz zusammen jetzt. Geht ja auch irgendwie wieder hier runter. Na gut, gehen wir zu Bernhards Hütte. Irgendwo muss es doch weitergehen. Also er kam wohl von da oben, ja. Lauft ihr oder lauft ihr nicht? Gib mir mal aus dem Bild. Warum lauft ihr nicht weiter? Ach da, okay. Waren sie mir doch im Weg, die drei Idiotinnen. So, hier geht's weiter. Ähä. Haben wir es doch jetzt. Oh, un noble secret, ein geheimer Hebel. Holde Narren und Narhalesen, ich präsentiere das Geheime Versteck. Elefantenversteck. Genau. Super. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Dödödöm? Hä? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir. Wow. Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Gut. Haben wir's doch. Also, dem Elefanten sind wir auf die Schliche gekommen. Der wird hier irgendwo sein. Nur dummerweise, ich habe noch immer nichts, um ihn jagen zu können. Oh, guck mal hier. Scherbe und Ratte. Diplom.
Das klingt doch nach einem guten Plan. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Morgen dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, euer Matze.